Hallo zusammen, ihr kennt vielleicht die Rivacol-Steuerung so als Fernbedienung. Das ist die alte Version mit dem alten Display, mit den alten Farben. Auch noch oben das alte Logo von Rivacol. Dann ist hier die aktuelle Version, ich lege die daneben, ist im Prinzip ja dasselbe. Oben das neue Logo und die Bedienfelder und so weiter ist alles immer noch das aktuelle. Und hier zeige ich euch eigentlich auch dasselbe. Hier fehlt eigentlich das Rivacol-Signal, ist aber das gleiche. Wir haben also hier ein neutrales Display, oben ein Wemo-Logo und das verwenden wir als Kühlstellensteuerung für Kühlzellen. Das heißt Verdampfer, Magnetventil, Zweitemperatur, Sonnenbedarfsabtauung und so können wir die Steuerung von Rivacol verwenden. Das heißt, wir nehmen eine absauggesteuerte Maschine und zwei oder drei, je nachdem, solche Kästen und hier habe ich die ganze Steuerung drin. Wir haben hier das Display, ist hier vorne im Deckel. Hier habe ich noch ein 230 Volt Anschlusskabel. Das ist jetzt nur hier für Versuchszwecke. Da sehe ich hier auf dem Display, das Teil geht im Moment und dann leuchtet es off. Off heißt ausgeschaltet, kann ich natürlich hier über die Taste On-Off, nee, die hier On-Off, einschalten. Ich habe die ganze Lichtsteuerung. Für die Einstellung, was man hier einstellen kann, die Parameter, die verlinke ich euch unten im Beschrieb, ist hier genau dasselbe. Hier sitzt einfach diese Platine, die wir hier in diesem Kasten drin verbaut haben. Wir haben dann zwei Möglichkeiten, entweder gehen wir oben rein oder auf der Seite rein mit Stopfbüchsen oder direkt ein bisschen höher gesetzt an die Kühlzelle. Also wenn das dann der Kühlzellendeckel ist, fahren wir oben mit Löchern raus. Muss man kurz bohren, aber das ist Kunststoff, ist kein Problem, Zapfenbohrer. Und dann können wir, wenn das der Deckel ist oder das Dach der Kühlzelle, können wir hier oben rausfahren und wir haben dann vorne diese Kühlstellensteuerung. Der große Vorteil ist, wir haben sehr viele Rivacol-Geräte im Einsatz und so haben wir natürlich dann die gleiche Steuerung, die gleichen Parameter für unsere Monteure, aber auch hier im Service ist dann wesentlich einfacher, wieder irgendwie eine Steuerung zu nehmen, die wir nicht kennen. Ja, das ist es von dieser Rivacol-Steuerung im Kasten komplett. Und ich wünsche euch, nachdem ich euch natürlich ein paar Videos verlinkt habe über Kühlaggregate von Rivacol, hier zum Beispiel das ganz aktuelle, neue, hat eine andere Steuerung mit WLAN und weiß nicht was alles. Und ich wünsche euch somit einen schönen Tag.